Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Brawlstars Brawlstars mit mir, dem Thorsten, auf meinem bescheidenen Kanal. Ja, und auf Mittwoch, da habe ich gedacht, ich habe die gleichen Klamotten an wie auf dem Dienstag. Ja, das passt, denn manchmal bleibe ich einfach mal sitzen und nutze die Gunst der Stunde, beziehungsweise weiß, ich habe so ein paar Überlegungen, was ich eigentlich so mache, und habe mir aber heute gedacht, heute muss ich euch meine Verpeiltheit mal wieder zeigen. Ihr habt es im Thumbnail gesehen, ich habe was vergessen, nämlich einen Brawler. Es ist mir nicht aufgefallen. Warum ist es mir nicht aufgefallen? Weil manchmal öffne ich die Kisten einfach mal so. Ich nehme eine Kiste, öffne einfach so und gucke gar nicht hin so und mache so zack, 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 so wie jetzt gerade. Und gucke nicht wirklich hin, was ich eigentlich mache, und habe dabei dann gesehen, irgendwann habe ich es mal gesehen, weil jemand bei mir im Discord ein Bild gepostet hat von Genie. Oder Jean heißt er, glaube ich. Und irgendwann ist mir mal aufgefallen, ich habe den auch schon. Das gibt's gar nicht. Es ist mir echt nicht aufgefallen. Und ihr wisst, wenn ich den gezogen hätte, irgendwo live oder in irgendeiner Folge oder irgendwie offline, dann hätte ich ihn gespielt. Und ich hätte ihn euch gezeigt. Kein Thema. Ist natürlich echt doof, dass ich das noch nicht gemacht habe. Aber ich will es heute mal machen. Echt merkwürdig. Es ist mir gestern erst aufgefallen, als jemand bei mir im Discord dieses Foto gezeigt hat. Hey, habe ich aus einer normalen Kiste bekommen? Und da habe ich gedacht, Alter, wieso hat der so ein Glück und ich nicht? Dabei habe ich schon gedacht oder gehabt, das Glück. Aber wir wollen hier mal reingehen und ich will mal gucken, dass ich ein paar Pokés mit dem hole. 13 Stück brauchen wir noch zum nächsten Erfolg. Also let's go hier mit dem Brawler hier, Jean, und Aladdin mit der Wunderlampe. Ich habe so ein bisschen was über ihn gelesen. Zumindest habe ich dieses Mal gelesen, dass er ja so ein Special hat. Er hat erstmal richtig nette Heal Points. Also für einen Level 1 Brawler ist er wirklich nicht schlecht. Und er macht Schaden mit seiner Lampe. Aladdin mit der Wunderlampe macht er also ein bisschen Schaden. Mit der Lampe massiven Ball im Rauch verfehlt die Kugel ihr Ziel, zerspringt sie, wodurch ihr Schaden auf einen kegelförmigen Bereich verteilt wird. Also macht er eigentlich irgendwo immer so ein bisschen Schaden. Und er feuert mit seiner Lampe eine magische Hand ab, trifft die Hand ein Gegner, wird er in Jeans Richtung gezogen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann hat man näher ran. Kann auch mal ein bisschen powern. Das ist vielleicht halt eher was für zwei Leute, beziehungsweise wenn du da noch einen mit hast. Und was wir aber als erstes machen wollen, wir wollen mal sehen, was es hier heute gibt. Es gibt heute hier im Shop, nutze ich auch ab und zu mal, natürlich die Marken und der Verdoppler für 19 Gems. Den nehme ich mit für 19 Gems oder Gems, ganz egal, oder Juwelen, das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Die nehme ich in jedem Fall mit, die Markenverdoppler, denn die sind echt mal günstig. Das wären 1200 jetzt für 38 Gems, und es gibt hier, glaube ich, im Shop selber gibt es im Moment für 50 Gems 1000. Also das Angebot hat sich in jedem Fall gelohnt. Aber wir wollen jetzt nicht den Bosskampf spielen. Ich weiß nämlich nicht, wie ich den Bosskampf hier unten von dieser einen Marke wegbringe. Ich habe die Schwierigkeit in Normal schon durch mit einem anderen Brawler, aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt hier mehr Marken setze. Ich weiß nicht, wie ich mehr Marken setze. Deswegen schwingen wir uns in den Juwelenkampf hier rein und spielen das ganze Ding einfach mal. Also ein bisschen Brawlstars heute. Meine Herren, ich habe es echt verpeilt. Donnerwetter. Ist wirklich, wirklich, wirklich cool. Und ich weiß noch gar nicht, wie der so hier reagiert. Aber den können wir mit einer Lampe verzaubern hier. Unser Mortis. Und vielleicht ist das ein guter Changer hier für die Juwel. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Aber mit 3,8 ist er nicht so wirklich anfällig. Oh, doch. Ist er doch. Der ist doch anfällig. Und ich sehe gerade, dass das ganz schön krisselt bei euch. Das heißt, wenn es bei euch ein bisschen krisselt, dann ist es bei mir im Netz ziemlich scheiße gerade. So, den haben wir jetzt. Der hat mich auch. Aber unser Mortis hat das jetzt gerade mal gerissen. Aber das krisselt mir ein bisschen zu sehr. Ich wechsle gleich mal das Device einmal durch. Und den holen wir uns eben mal. Den können wir uns auch holen. Okay.
Oder ist da vorne die Penny? Die Penny bei uns, das ist nicht schlecht. Drei Stück haben wir schon. Da versucht mich jetzt gerade jemand zu bekommen hier. Ja, das kriegen wir aber noch kompensiert. Wir haben jetzt schon vier Stück. Der Mortis ist auch mit uns in der Mitte. Wir können uns hier so ein bisschen bewegen. Und die Penny da hinten mit ihrer Maschine macht sicherlich genau das Richtige. Wir feuern hier einfach mal ein bisschen rein. Schaffen sogar ein bisschen was gegen den hier hinten. Und solange wir die hier vorne ganz gut ablenken, glaube ich, passiert uns dann nichts. Und wir können auch... Kriegen wir einen hier hingezogen? Nee, kriegen wir gar keinen. Oh, der war gerade mal mies. Mein Special. Aber da kriegen wir noch so ein bisschen was. Und jetzt muss ich aber weg. Jetzt muss ich ein wenig reggen. Wir haben 8, der Gegner 7. Okay, da war gerade schon das Zeichen, aber der Gegner kommt uns jetzt auch nicht wirklich hier in Gefahr. Wir kriegen ihn zu uns hingezogen. Oh, er hat uns aber auch, aber unsere Penny holt sich die Dinger, jawohl. Penny hat's, 12 hat allerdings der Gegner, sehe ich gerade. 8, wir. Shit. 9, wir. Und wir haben das Ding hier. Den können wir zu uns ziehen hier. Einmal hier reingezogen. Oh, jetzt muss ich die da so ein bisschen verteidigen. Die beiden Jungs und Mädels hier. Ah, da ziehe ich mich gerade hin. Ich ziehe mich dahin, sehe ich gerade. Und das kriselt ja wie Sau. Alter Falter, das geht ja gar nicht. Aber wir haben das Ding gewonnen. Ich muss mal eben das Device wechseln. Und dann sehen wir uns hoffentlich kriselfrei im zweiten Angriff. Aber hier haben wir erstmal 6 Stück reingeholt. 13, glaube ich, haben uns ja gefehlt. Zum Update hier, beziehungsweise zum Level-Up. Und wir verlassen mal eben, ich wechsle mal eben das Device, dass das nicht mehr so krisselt. Ich muss mal sehen, warum das eigentlich so ist. Denn so scheiße, wisst ihr, bin ich im Weißland nicht verbunden. Okay, ich habe jetzt einmal das Device gewechselt. Ihr seht, jetzt bin ich auf dem S9 an der Elgato verbunden. Und jetzt höre ich zwar den Sound nicht mehr, weil über Wireless LAN höre ich den Sound hier noch mit meinem gerouteten S7. Aber mit dem S9 hier über der Elgato ist das auf jeden Fall, glaube ich, etwas schlierenfreier. Ich muss nochmal genau gucken. Komischerweise in den ersten Folgen von Brawl Stars ist mir das ganz, ganz gut gelungen, dass ich das Ganze gut aufnehmen konnte, auch über das Wireless LAN hier. Das ist nach wie vor top, aber irgendwie krisselt's. Vielleicht habe ich an den Settings mal wieder was gedreht. Ihr kennt das sicherlich, etwas verschlimmbessern. Wir brauchen noch 7 von den Trophäen für den nächsten Erfolg. Und wir sind im Tresorraub. Spielen wir einfach. Ja, wie gesagt. Aber ihr seht das schon, das ist etwas reibungsloser, sage ich mal. Aber ich höre halt den Sound nicht mehr. Jetzt über die Elgato. Also der Sound kommt rein, aber ihr werdet ihn nicht mehr hören. Und wir sind ja im Tresorraub. Mal sehen, ob wir da überhaupt etwas machen können mit ihm hier. Okay, da hat er schon mal ja, so ein bisschen was gerissen. 1, 2 Brawler haben wir schon mal weggekriegt. Ich habe den heute Abend das erste Mal angespielt, denn wie gesagt, es ist mir ja heute Abend erst aufgefallen, dass ich überhaupt ihn hier habe. Und deswegen ist natürlich ziemlich, ziemlich nett, dass wir... Ich muss mal jetzt mein Special sehen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt mein Special hier war. So, da ist unser Aladdin, da ist aber der Kollege hier. Den nehmen wir hier mal so ein bisschen. Oh nee, das passt noch. Wir sterben nicht. Das ist eigentlich ganz gut. Und jetzt machen wir es doch scheiße. Hat der Gegner eigentlich schon ein bisschen? Ah, ich glaube, wir haben schon so ein bisschen. Und müssen jetzt aber hier einmal so ein bisschen reinfetzen. Denn der Kollege mit dem Werfer, dessen Namen mir nie wirklich einfällt, ist sie jetzt schon ganz nah an mich dran. Ich kann aber noch so ein bisschen hier feuern. Was kann ich denn hier vorne rumlaufen? Wieso konnte ich da gerade so rumlaufen? Echt cool. Nicht, dass der mit seiner Wunderlampe jetzt so gut im Nahkampf ist. Das glaube ich jetzt mal nicht. Und auch den haben wir da unten gepackt. Okay, aber den ziehen wir jetzt an uns ran. Nee, ich mach so einen heftigen Zauberschuss darauf, glaube ich, ne? Kann das sein? Oh, das hängt manchmal so ein bisschen hier. Ich mache hier echt mal so einen heftigen Zauberschuss drauf auf den
Ah, schade, nicht ganz auf den Tresor. Wir sind trotzdem näher dran als die Kollegen. Ah, nee, wir sind gar nicht näher dran. Die sind ja näher dran hier an uns. Alter Scheiße. Das ist doof. Das ist blöde. Das liegt bestimmt an ihm hier. Den muss ich irgendwie mal wegbekommen. Und er mich natürlich nicht. Das wäre ganz lecker, wenn die mich jetzt nicht schaffen. So, die schaffen mich da tatsächlich nicht. Und ich hoffe, dass unsere Leute jetzt da mal ein bisschen rangehen können. 87 immer noch nicht. Oh. Das ist ja wohl vorbei. Okay, da war die Zeit vorbei. Ah, viel Glück im nächsten Mal. Tolle Wurst. Aber ich glaube, verloren haben wir jetzt keinen Pokal. Nee, haben wir nicht. Haben wir keinen Pokal verloren, dann können wir. Die beiden machen das nicht mehr mit mir. Okay. War gar nicht mal so schlecht, find ich jetzt. War gar nicht mal so schlecht. Also nehmen wir das nächste. Ich hoffe, das wird etwas besser. So. Gucken wir mal. Ja, Staubsaugervertreter dabei. Ein Flaschenschmeißer. Nee, ein Dynamite. Mike ist das. Nicht deine Mike, sondern deine Mike. Und was haben die hier? Die haben diesen komischen Hidden. Ich weiß gar nicht, was es ist. Es ist so ein Vogel, ne? Aber auch die haben hier eine Staubsaugervertreterin, die mir gut zusetzt hier. Aber nur mir, komm. Ich habe sie bekommen. Wunderbar. Die habe ich schon mal bekommen. Also gut verteidigt hier. Unsere Base bzw. unseren Tresor. Aber ich will jetzt mal. Ah, wir kommen da nicht wirklich ran. 98, 92, Gottes Willen. Das wird wieder so ein super enges Ding hier. Und wenn der Raketenwerfer am Mann da natürlich nicht weggeht, haben wir hier etwas verloren. Beziehungsweise haben wir sehr, sehr schlechte Karten. Ich helfe da oben mal der Staubsaugervertreterin, glaube ich. Die hat hier so ein Heilding gesetzt. Vielleicht kriegen wir den Storch hier ja mal weg. Jawohl, das geht ganz gut. Und jetzt können wir uns hier um den Tresor kümmern. Allerdings muss jetzt auch. Ey, wieso schießt du da nicht drauf? Tussi! Ah, die schießt da nicht drauf. Ich kotze. 74, 80. Ist immer noch eng. Und wir haben auch nicht mehr so super viele Sekunden hier zu überstehen. Also hauen wir hier voll rauf auf den Tresor. Und können uns immer hier so ein bisschen. Ja, wir können noch so ein. Bisschen was raffen, okay. 77, 41, Alter, wir haben schon wieder verloren. Nach Zeit mal wieder verloren hier. Denn ich glaube, das holen wir jetzt nicht mehr ein mit dem Vogel hier, erst recht nicht. Der da sich da noch mal raufstürzt auf unseren super, super Sache hier. Wir kriegen den auch nicht mehr. Und das war es mal wieder. 39%, Alter. Geht das nicht so gut mit der oder? Oder ist mein Team nicht so gut? Weiß ich jetzt nicht. Ist mein Team nicht so gut, aber der Schmeißer hier ist einfach ein bisschen besser. Und, na, haben wir verloren. 8 Sekunden. Da packen wir nichts mehr am gegnerischen Tresor, glaube ich, zumindest wohl vorbei. 31, 46. Was ist denn da los? Wieder eine Niederlage. Ist der nicht so gut? Er kriegt ja sein Heil, glaube ich, erst etwas später. Wir haben jetzt zwar so ein paar Marken gesammelt und der wäre noch mit mir dabei. Okay, dann gehe ich auch noch mal rein. Sie ist nicht mehr mit uns dabei. Okay, ist vielleicht manchmal ist es ja ganz gut, wenn Brawler wechselt. Noch ein Spiel, zwei von drei. Okay, da ist er wieder. Ah, ist schon ein bisschen komisch. Ist schon ein bisschen komisch. So komisch es ist, wie ich den hier heute entdeckt habe, nicht gezogen habe. Gezogen habe ich den ja schon vor etwas längerer Zeit, aber scheinbar entdeckt habe ich ihn ja noch nicht. Das habt ihr ja nun mitbekommen. Und den Flaschenheinz hier haben wir schon mal. Da ist unsere Staubsaugervertreterin. Und irgendwie hat es in jedem Spiel ist hier so ein. Ich komme immer noch nicht drauf, wie er heißt. Ich gucke gleich mal nach. Ist hier sowas dabei? Die Jenny hier ist natürlich auch nicht schlecht. Ist eine gute Spielerin in so einem Game hier. Aber hier hinten geht unser Flaschentyp durch. Und da können wir so ein bisschen mit Trouble sorgen. Da kommt. Nein, 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 nein. Die soll mich nicht da bekommen.
Die Blöde. Na, jetzt verstecke ich mich hier mal. Ob es was bringt, weiß ich natürlich nicht. Bringt nichts, bringt nichts. Verstecken gilt nicht hier an der Stelle. Aber was machen wir eigentlich da? Oh, ah, da bin ich. Okay, wir sind hier durch. Und unsere Flaschenvertreterin, nee, Staubsaugervertreterin ist noch mit dabei. Oh, das muss es ja jetzt mal sein. Alter, das geht ja. Wer ist denn eigentlich vom Gegner bei uns? Okay, wir haben aber so kleinere Vorteile. Wenn nicht der Raketenmann schon wieder da wäre, der kann natürlich aus der Ferne, aber das können wir auch. Aber wir machen nicht so wirklich viel Schaden hier an dem Ding hier, habe ich das Gefühl. Penny ist da. Okay, die müssen wir vielleicht mal wegmachen. Denn die stört doch ganz enorm. Der Flaschenwerfer, muss ich sagen, stört mich nicht so wirklich. Wir haben jetzt 11, 22. Das könnte es für uns mal sein, zu unserem Gunsten. Wir wollen hier unten mal so ein bisschen verteidigen an der Stelle. Da so ein bisschen was einwerfen. Das haben wir gemacht. 11%, 10%, komm, schaffen wir das nicht mal mit unserem Brawler hier etwas zu reißen. Leute, nein! Ich kann es nicht glauben, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie knapp waren das gerade? Meine Herren, ey, jetzt muss ich mit euch noch ein Spiel weitermachen. Und machen die beiden nochmal weiter. Ne, die haben auch die Schnauze voll. Tolle Wurst. Ich habe eigentlich auch die Schnauze voll. Ich habe zwar jetzt ein paar Marken gesammelt, aber 7 blöde Pokis schaffe ich nicht. Ohne Worte. Alter, das geht gar nicht. Ohne Worte, echt. 3 Spieler, 6 Spieler gefunden. Okay, das wird mal eine richtig schöne lange Aufnahme für euch von Brawl Stars von mir. Denn wir wollen ja auch mal so einen kleinen Erfolg hier haben. Also ich zumindest, nicht ihr, sondern ich. Beziehungsweise, da bin ich mal so ein bisschen its Ego. So will ich das mal sagen, der mal so ein bisschen was schaffen will. Ich kann sogar so spielen, dass ich nach vorne schaue und hier unten eigentlich meine Aktion einfach nur durchführe. Wenn ich das hier mal so ein bisschen besser gebacken bekomme, das sieht ganz gut aus. So, was macht der, wenn ich diesen Special hier zünde? Oh, der hat nicht mal einen Schaden gemacht am Tresor. Der hat nicht mal einen Schaden gemacht. Das heißt also, der Special zieht den Gegner nur an mich ran. Ich habe es jetzt begriffen. Wir müssen einen Gegner ranziehen in diesem Special, in diesem langen Strahl. Und das habe ich natürlich wieder mal verpeilt. Der Gegner macht hier ganz piano von rechts und von links uns hier weg. Jawohl, tolle Wurst, 71%. Wieder kurz das Zeichen. Da ist er wieder. Da war er wieder. Und der will mich jetzt natürlich hier pickeln. Ich habe ihn aber bekommen. Und kriegen wir jetzt wenigstens ein paar Prozent da oben. 99, 98, 86. Okay, noch alles offen. Noch ist nichts verloren hier. Und ich gebe auch nichts verloren. So, den ziehen wir jetzt mal an uns ran. Haben wir nicht gepackt. Okay, aber wir sind hier jetzt an... Oh nein! Wir sind hier doch jetzt schon am Tresor. Jetzt mache ich hier auch endlich ein bisschen Schaden. Bin ganz alleine da. Aber ich brauche so fürchterlich lange zum Aufladen. Und der Gegner hat uns schon wieder geschafft. Bye, bye. Das war's für das Spiel hier. Das war's hier für Brawl Stars. Nein, ich rege mich nicht auf. Ich finde das Spiel immer noch toll. Und diese 7 Pokale, die hole ich mir mit Sicherheit nicht mit diesem Charakter hier. Gottes Willen, ey. Bis zur nächsten Folge. Euer Toto versucht's wieder. Bye, bye.